Toms Talktime, Folge 628. Scheiter heiter. TomsTalktime.com, der Erfolgspodcast. Inspiration für deinen persönlichen Erfolg. Von und mit Tom Kaulitz. Hallo Podcast Nation, ich begrüße dich heute bei strahlendem Sonnenschein hier aus dem wilden Westen der USA und freue mich auf unseren heutigen Interviewgast. Meine Leitung geht nach Deutschland, genauer gesagt in die Nähe von Aachen und noch genauer gesagt nach Schleidengemünd. Bei mir im Interview ist die Nicole Staudinger. Nicole, schön, dass du heute dabei bist. Hallo, ich freue mich sehr. Nicole, du hast eine extrem coole Story, du hast viele interessante Bücher geschrieben, wo man merkt, du hast echt einen brutalen Humor. Das ist einfach allein an den Titeln, ist das schon genial. Und obwohl aber auch manche Titel extrem lustig sich anhören, wie zum Beispiel der Titel Brüste Umstände halber abzugeben, haben manche Sachen aber auch eine ziemlich nicht so lustige Begründung, warum manche Sachen entstanden sind. Du hast mittlerweile mehrere Bestseller geschrieben, darunter natürlich auch Spiegel-Bestseller. Du bist als die Schlagfertigkeitsqueen bekannt geworden, womit du auch einen internationalen Erfolg gelandet hast. Und ja, heutzutage bist du eigentlich Stammgast in den Bestsellerlisten, die man bundesweit oder die man in Deutschland halt einfach so kennt. Und du hast jetzt auch gerade vor kurzem dein eigenes Programm gestartet und dein neues Buch rausgebracht, was beides den gleichen Titel hat, nämlich Männer sind auch nur Menschen. Da müssen wir nachher nochmal genauer drüber reden, über diesen Titel, was der Hintergrund davon ist. Ja, und heute bist du hier beim Interview, was mich besonders freut. War das so als Überblick über dich richtig? Ja, das muss ich sagen, hört man so auch ja gar nicht so oft, weißt du, wenn man so begrüßt wird. Ich würde sagen, wir machen das jetzt täglich gerne um diese Uhrzeit. Dann geht es mir auch direkt wieder gut. Okay, das heißt, ich mache dir danach noch ein Sprachmemo für morgens für den Wecker, den kannst du dir ins Handy legen. Das ist ja immer, das ist überhaupt die Idee. Genau, mit diesen Worten geweckt zu werden, dann schwebt man ja aus dem Bett. Also ich komme ja nicht hoch, aber ein bisschen täte ich dann wohl schweben. Okay, das ist schön. Dann weiß ich, dass ich dann jeden Morgen auf deinen Ohren bin und das fühlt sich für mich dann auch nochmal gut an. Sehr schön. Nicole, das war natürlich nur ein kleiner Überblick über dich. Erzähl da selber mal ein bisschen was, vielleicht kurz was Privates. Wer ist die Nicole privat, damit wir dich ein bisschen besser kennenlernen und dann nochmal, wie bist du überhaupt dazu gekommen, was du jetzt heute machst? Die Nicole privat ist tatsächlich auch genau die Nicole, die auf der Bühne steht. Ich glaube, das unterscheidet sich gar nicht, außer dass ich auf der Bühne nicht in Jogginghose stehe. Und privat, wer bin ich? Ich bin 37 Jahre alt und bin Mama zweier Jungs von Max und Konstantin, die sind 11 und 8 Jahre alt. Ich lebe auf einem historischen Vierkanthof in der Eifel als Mehrgenerationen Versuch, wie bei den Waltons so ein bisschen. Und wenn ich denn hier bin, was tatsächlich gar nicht so oft ist, wenn ich hier bin, ist das hier mein Refugium und hier spiele ich Klatschmemory, sitze am Kamin und schreibe Bücher. Ja. Das hört sich sehr, sehr romantisch an, also sehr schön zurückgezogen, schön bewaldet, so. Ja. Ja. Genau, das hört sich tatsächlich romantisch an und ist nochmal doppelt schöner. Also das muss ich leider so sagen, diesen Hof, den liebe ich sehr. Das war unser Lebenstraum, uns den hier zu erfüllen. Und der hat halt Geschichte auf dem Buckel. Ne? Also das ist ein 300 Jahre altes Haus. Und wenn diese Wände hier reden könnten, was sie des Nachts bei Vollmond auch gerne mal tun, dann ist das schon hochspannend. Ja, das glaube ich dir. Ich muss immer lachen bei historischen Gebäuden in Deutschland, wenn ich das vergleiche mit den historischen Gebäuden in den USA, dann fährst du hier durch den Historic Town und der ist dann irgendwie 80 Jahre alt oder so, wo man sich denkt. Ja, ich bin ja Kölnerin, ne? Ich kenne mich ja mit alten Städten aus. Also da sind ja 300 Jahre hier noch nichts quasi. Mhm. Genau, genau. Aber hier ist halt, wie gesagt, historisch alles, was irgendwie älter als 7 Jahre ist ungefähr. Das ist dann, putzig. Ja, wirklich ganz süß. Okay, das heißt, du sitzt in deinem Vierkanthof, schreibst deine Bücher, aber das war ja nicht immer so, sondern ich glaube, du hast auch mal einen ganz, in Anführungsstrichen, normalen Beruf gelernt, oder? Ja, Gott sei Dank. Ne? Da kann ich dann auch im Zweifel immerhin wieder zurück, wenn das mal keiner mehr lesen will. Ich bin eigentlich gelernte Verlagskauffrau, also jetzt gar nicht in der Buchbranche beheimatet gewesen. Ich habe die letzten 10, 15 Jahre Magazine gemacht, Lifestyle-Magazine, und auf meiner Visitenkarte, Tom, da stand drauf, Advertising Sales Manager. So, das klingt ja mega, ne? Es ist die Übersetzung für Anzeigenverkäuferin.
So, das ist ein schöner Beruf gewesen, aber ich erzähle da jetzt nichts Neues, wenn ich sage, dass der Anzeigenmarkt im Printbereich in den letzten Jahren jetzt eher keine Sprünge nach oben gemacht hat. Trotzdem habe ich diesen Job immer total gerne gemacht, auch als Zweifachmama. Meine Kunden kamen hauptsächlich aus Italien und damals war ich schon viel unterwegs. Ich sprach zwar nie Italienisch, aber ich hatte 10 Jahre Latein in der Schule. Und meine Erfahrung ist, bisschen Rotwein und Latein, das macht Italienisch. Okay. Das war schon mal toll. Und das war mein Job. Und den habe ich dann, das ist jetzt, lass mich nicht lügen, jetzt ist jetzt 6 Jahre her, dann bin ich morgens wach geworden und wusste, hier ist jetzt Ende. Hier machst du diesen Job nicht mehr weiter, weil ich hatte so infizierte Sonntage. Ich nenne die so infizierte Sonntage. Das ist, wenn du sonntagnachmittags auf die Uhr guckst und denkst, ach nee, morgen musst du wieder ins Büro. Und das wollte ich nicht. Da war ich, wie alt war ich denn da? 31. Gab es irgendwie ein Schlüsselerlebnis zu oder kam das einfach? Das Schlüsselerlebnis war, dass ich das Gefühl hatte, nie im Hier und Jetzt zu sein. Und wenn ich im Büro war, hatte ich ein schlechtes Gewissen, weil ich bei meinen Kindern war und andersrum genauso. Und es gab tatsächlich ein Schlüsselerlebnis. Wenn ich auf dem Weg nach Hause war, ich habe die Strecke mit dem Auto fahren müssen und habe für 18 Kilometer immer 2 Stunden gebraucht. Das ist ja, das geht ja an die Substanz, ne? Ja. Dann weiß ich, wie ich im Auto meinen Mann angerufen habe und gesagt habe, bist du so lieb und stellst du mal den Hugo kalt. Und am dritten Tag merkte ich, das läuft so nicht, Fräulein. Mhm. Und das war mein Schlüsselerlebnis, dass ich nach 3 Tagen Hugo gesagt habe, mache ich nicht, will ich nicht. Und dann habe ich morgens die Augen aufgemacht und mir war klar, diesen Job, den beendest du jetzt hier und zwar ad hoc. Und dann habe ich meinen Chef angerufen und gesagt, das war's. Da kamen damals so ein paar andere Dinge zusammen, dass das auch gerechtfertigt war. Und dann habe ich den Job aufgegeben, fristlos, ohne Netz und doppelten Boden. Ich wollte gerade sagen, ohne ein Backup, ohne einen Plan B im Hinterkopf. Gar kein Plan B, noch nicht mal ein Plan A. Ich wusste nur, dass der Plan, den ich jetzt hatte, der war jetzt beendet. Der war, also es gibt so Schlüsselerlebnisse, da weißt du einfach, diesen Weg, den gehst du jetzt keinen Schritt mehr weiter. Du hast zwar keine Ahnung, was danach kommt, aber ich muss dazu sagen, ich bin in einem Elternhaus groß geworden. Ich hatte immer hart, ehrlich arbeitende Menschen um mich drumherum. Und ich hatte nie den Hauch eines Zweifels, dass ich schon irgendwie Arbeit finden werde. Ich war jung, war schon immer eher nicht auf den Mund gefallen. Mir war schon klar, irgendwie kriegst du das hin. Nur so hast du eben keine Lust mehr. Ja, okay, verstehe ich. Ja, und dann habe ich überlegt, was könntest du machen? Wie könnte jetzt dein beruflicher Alltag weitergehen? Und habe überlegt, was ich kann. Und dann war ich auch schon schnell fertig, weil ich kann halt nicht so viel. Das ist kein Fishing for Compliments, das ist die Wahrheit. Ich kann nicht viel, ich kann aber gut verkaufen und ich kann einigermaßen gut reden und zwar ad hoc, gerne unvorbereitet. Und dann habe ich gedacht, ja Mensch, dann gibst du doch Seminare, wie man richtig Anzeigen verkauft, weil das ja in den Verlagen keiner machen wollte. Und dann habe ich überlegt, wie machst du das denn? Ja gut, du musst schon Trainerin sein, du musst schon wirklich von der Pike an lernen, wie man so Seminare didaktisch und rhetorisch aufbaut. Und habe recherchiert und habe bei der IHK einen Lehrgang gefunden, der sich dann nannte Train the Trainer. Alles an diesem Tag der fristlosen Kündigung, muss ich dazu sagen. Ne? Das war alles an dem Vormittag dann. Okay. Und habe mich dann da eingeschrieben. Das war ein 3-Monats-Lehrgang. Und habe gesagt, komm, das probierst du jetzt mal aus. Und habe dann auch erst meinem Mann davon erzählt. Ne? Der kam dann irgendwie abends nach Hause und sagte, was gibt's Neues? Ach du, sag ich, setz dich mal. Nimm Hugo. Genau, nimm dir mal einen Hugo, da haben wir jetzt genügend von, weil ich trinke keinen mehr. Sag ich, also die gute Nachricht ist, ich habe jetzt ganz viel Zeit erstmal hier auch für die Kinder. Die schlechte ist, wir haben jetzt ad hoc auch relativ wenig Geld zur Verfügung, weil, weißt du selbst, wenn du selbst kündigst, du kriegst ja gar nichts, ne? Ja. Zu Recht. Ja, und dann ging das erstmal so vonstatten. Ich hatte erstmal schön viel Zeit für die Kinder und habe immer am Wochenende diesen Lehrgang besucht bei der IHK und merkte auch, dass das Trainerdasein mir sehr, sehr gut gefällt. Ich merkte aber auch relativ schnell, dass die Vorstellung Anzeigen, Verkaufsseminare, das fand ich dann doof. Und dann sagte mein Mann zu Hause wieder, okay, was ist denn stattdessen der Plan? Ich sage, du Hase, jetzt hetz mich mal nicht. In mir reift eine Idee. Ja, sagt er, lasse ein bisschen schneller reifen. Die Kinder haben ja so einen Hunger.
Ne? Und dann kam der Tag der Abschlussprüfung und wir haben das alle ordentlich begossen und dann standen wir in Köln in einem Brauhaus, ich werde es nie vergessen, das ist jetzt fast auf den Tag genau 6 Jahre her, und mein Trainer, der mich ausgebildet hat, der stand neben mir und hatte genauso wie ich auch 3, 4, 5, 18 Kölsch getrunken und prostet mir so zu und sagt: Staudinger, ich sage es jetzt mal so, wie es ist, du gehst mir seit einem halben Jahr derart auf den Sack. Und dann gucke ich ihn an. Ich sag: Bitte? Ja, sagt er, du hast ja immer das letzte Wort. Und dann sagt das Mädel neben mir: Ja, das nennt man schlagfertig. Und dann war das wie so ein Halleluja. Ne, denke ich, ey, na klar, wenn du nix bist, aber du bist schlagfertig zur Welt gekommen. Und dann entstand in diesem Brauhaus die Geschäftsidee, die ich auch auf dem Bierdeckel geschrieben habe. Dieser Bierdeckel hängt in dem Büro, in dem wir zwei gerade zusammen telefonieren quasi. Da steht nämlich drauf: Schlagfertigkeitsseminare für Frauen, Köln Arena, Weltherrschaft. Das war mein Businessplan. Geil. Ja, und so habe ich das dann auch umgesetzt. Dann habe ich ganz schnell eine Firma gegründet, am nächsten Tag tatsächlich schon, habe mir erstmal eine Halle angemietet, woraufhin mein Mann wieder in Ohnmacht gefallen ist und sagte: Definiere doch bitte mal das Wort Halle. Ja, sage ich, groß halt, ne? Und am 8. Mai 2014 hatte ich mein erstes Schlagfertigkeitsseminar nur für Frauen in einem Vorort von Köln. Es kamen 100 Frauen. Das klingt ja jetzt alles so locker, ne? Was ja dahinter steckt, das weiß jeder, der schon mal irgendwie eine Firma gegründet hat. Bis du die Homepage stehen hast, von Visitenkarte über Versicherungen und PR und Marketing und Logo und Rechtesicherung und bla bla bla. Da geht ja Zeit und Geld ins Land, ne? Ja. Aber ich habe das alles auf eine Karte gesetzt, damals den ganzen Bausparvertrag uns auszahlen lassen. 15.000 Euro habe ich damals investiert und die Premiere war dann am 8. Mai 2014 und die fluppte auf Anhieb. Das kann ich nicht anders sagen. Das war auf Anhieb ein 3-stündiges teilnehmeraktivierendes Seminar nur für Frauen und die Frauen hatten einen Spaß, Tom. Die sind da raus und waren echt schlagfertig. Die waren echt glücklich und ich war glücklich. Kannst du dir ja vorstellen, wie es einem da geht. Ne? Mir ist ja ganz schön die Muffe gegangen. Ja, kein Geld mehr irgendwie im Background und keinen Job. Und dann denkst du, ja, jetzt muss die ganze Chose hier aber auch klappen. Und die klappte. Und dann hat sich an diesem Premierenabend, rede ich eigentlich zu viel? Ich frage mal gerade so zwischendurch. Ja, alles gut, ich unterbreche dich. Bist du schon eingeschlafen? Nein, das ist der Hund, der schnarcht. Okay, nee, dann ist ja gut. Ja, nee, und an diesem Premierenabend hat sich die Presse reingemogelt. Das bekam ich gar nicht mit. Und die berichteten dann in den darauffolgenden Wochen in diesen Tagesmedien sehr überschwänglich. Das wiederum lasen verschiedene Frauen im direkten Umfeld von mir, in meinem direkten örtlichen Umfeld, wie zum Beispiel die Gleichstellungsbeauftragten aus der Region. Und dann riefen die mich an und sagten: Hören Sie mal, Sie haben doch da so ein tolles Programm, wollen Sie nicht mal zu uns kommen? Und binnen 2 Wochen war mein gesamtes Jahr 2014 ausgebucht. Geil. Nicht schlecht. Ja, ich würde jetzt auch gerne hier einen Punkt machen und sagen: So, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, stellt euch mal alle nicht so an. Das ist gar nicht so einfach, gar nicht so schwer mit der Firmengründung ran jetzt. Aber leider sollte das so nicht weitergehen. Denn genau 4 Wochen nach der Premiere von diesem Seminar, es war der 15. Juni 2014, ich weiß das deswegen so genau, weil das ist mein Geburtstag und ich bin da 32 Jahre alt geworden, stehe in diesem Glücksgefühl unter der Dusche, ne, und denkst so: Ach Mensch, wie schön, jetzt hast du endlich Zeit für die Kinder und machst was Gescheites, und hatte gerade schwarzen Hautkrebs mit mehreren Operationen hinter mich gebracht und stehe so unter der Dusche in tiefster Dankbarkeit, seife mich ein und dann geht meine Hand über meine rechte Brust und ich denke: Huch, was hast du denn da? Und er taste an meinem 32. Geburtstag ein 2,8 Zentimeter großes bösartiges Mama-Karzinom in meiner rechten Brust. Na super. Ja, konnte ich so gar nicht gebrauchen, ne? Und ich merkte relativ schnell, alles klar, das gehört da nicht hin. Mir war aber relativ klar oder ganz klar, das kann alles sein, aber kein Krebs. Denn ich war gerade bei der Mammographie 3 Monate zuvor. Mhm. Also ich habe mich relativ sicher gefühlt, aber dann dennoch irgendwie so vom Bauchgefühl her gelenkt, dass ich zum Arzt gegangen bin. Und einen Tag später stehe ich auf keiner Bühne
oder spiele mit meinen Jungs Lego. Einen Tag später liege ich in Düsseldorf auf einer Liege und eine sehr nette Ärztin tätschelt meine Hand und sagt, Frau Staudinger, das tut mir leid, aber das ist Krebs. Nee, sag ich, Schatz, das kann nicht sein. Ich sag, bitte guck nochmal genau, das kann nicht sein. Ich sag, aus mehreren Gründen. Erstens bin ich 32, da kriegt man noch gar keinen Brustkrebs. Ich sag, zweitens habe ich zwei Kinder, die sind 2 und 5. Da bekommt man gar keinen Brustkrebs. Und drittens war ich gerade erst bei der Mammographie. Ja, sagt sie, das sind alles Gründe, die dagegen sprechen. Und dennoch ist das hier eindeutig. Und was bedeutete das jetzt auf der beruflichen Seite? Das bedeutete, dass alle Termine wieder abgesagt werden mussten. Ja. Es gab dann keine Firma mehr. Was das jetzt finanziell für eine Unternehmerin gerade bedeutet, das ist ein ganz großes Desaster. Mhm. Wenn ich keine Berufsunfähigkeitsversicherung abgeschlossen hätte zu Beginn meiner Ausbildung, ich sage das deswegen so explizit, weil vielleicht Hörerinnen am Apparat sind, die denken, ach, Berufsunfähigkeitsversicherung, da habe ich auch noch gar nichts von gehört, dann guck da mal nach. Die ist damals eingesprungen und hat das Ganze zumindest nicht finanziell zu einem Desaster werden lassen, denn der Rest war dann ein Desaster will ich es gar nicht nennen. Sagen wir mal so, es war ein anderer Weg, als den ich vor mir hatte. Und der Weg sah dann so aus, dass ich mich einer 6-monatigen Chemotherapie unterziehen musste mit 16 Sitzungen. Mir wurden beide Brüste amputiert. Ich habe eine Bestrahlung bekommen, eine 10-Jahres-Hormonbehandlung. Und ich glaube, insgesamt waren es 19 Operationen, die auf dem Weg nötig waren, um wieder gesund zu werden. Okay. Und warum erzähle ich das? Ich erzähle das deswegen, es war jetzt ein ganz langer Bogen, aber ich komme dann jetzt zum Punkt, pass auf, Trommelwirbel und Tusch. Ich fing ja in der Chemotherapie mit dem Schreiben an. Und da schließt sich dann der Kreis. Einfach so, aus einer Eingebung heraus. Einfach so bin ich zum Laptop hin und habe das, was mir da ganz frisch passiert ist. Ich habe im August angefangen zu schreiben, im Juni kam die Diagnose, im August habe ich die ersten Seiten geschrieben. Im Oktober war ich auf der Buchmesse und habe meinen ersten Buchvertrag unterschrieben. Da waren einige Verlage, die sich da für interessiert hatten. Das war auch so eine Bauchentscheidung, die einfach anzuschreiben und zu sagen, hier, guckt mal, ich habe da was. Und da waren einige, die direkt gesagt haben, ja, wir würden es gerne machen. Und dann war ich auf der Buchmesse und habe meinen ersten Buchvertrag unterschrieben und Brüste Umstände halber abzugeben. Jetzt erklärt sich vielleicht auch der Titel. Erschien dann im September 2015, also knappe 6 Monate nach meiner letzten Behandlung und wurde über Nacht zum Bestseller. Und dann hat damals der Verlag gesagt, hör mal, hast du nicht Lust, noch ein Buch zu schreiben? Ich sage, ja, sag ich, aber über was denn? Und haben die gesagt, ja, du machst doch so tolle Sachen über Schlagfertigkeit. Und dann kam die Schlagfertigkeitsqueen, die dann tatsächlich ein Mega-Bestseller geworden ist. Und so ging es dann, Gott sei Dank, die letzten 5 Jahre weiter. Sehr, sehr geil. Also dafür gibt es auf jeden Fall erst nochmal einen ganz großen Applaus. Also auch allein die Sache, wie du auch damit umgegangen bist, weil ich kann das wirklich so richtig gut nachvollziehen. Da schwebt man auf Wolke 7 und alles ist geil und die Welt liegt einem zu Füßen und dann kommt man um die Ecke und dann steht einer mit dem Vorschlaghammer, holt aus und drückt dem einen ins Gesicht. Ja. Das ist dann genau das, was man nicht braucht. Und immer wieder. Also irgendwie so, weißt du, dann hast du dich wieder berappelt. Damals war ich noch in der naiven Vorstellung, ich habe jetzt diese Diagnose bekommen, ich habe die angenommen und jetzt regeln wir das so. Mhm. Und dann musste viel, viel lernen in dieser Zeit, das kannst du dir vorstellen. Und ich musste vor allem lernen, dass ich daran nicht einmal falle und wieder aufstehe, sondern jeden Tag 15 Mal falle und eben 16 Mal wieder aufstehen muss. Ja. Über was für einen Zeitraum hat sich das alles hingezogen nochmal? Bis man wieder gesund ist, als erkrankte Brustkrebserkrankte mit meinem Weg. Ich habe einen genetischen Brustkrebs. Ich habe die sogenannte BRCA-Vorbelastung. Das ist das, womit Angelina Jolie damals in die Öffentlichkeit gekommen ist. Alles in allem waren es 10 Monate. 10 Monate von der ersten Chemotherapie bis hin zur letzten Behandlung und bis man sich davon, und leider ist das dann eben nicht so, du gehst nicht aus dem Krankenhaus raus und bist dann wieder fit, ne? Das ist ja ein langer Prozess. Ich glaube, bis ich so richtig wieder ich selbst war, so richtig, hat es bestimmt 3-4 Jahre gedauert.
Das ist jetzt, ist jetzt 6 Jahre her. Also im Juni jährt sich das Ganze 6 Jahre. Ich musste hart dafür arbeiten, dass dieser Körper dann wieder mir gehört. Und was heißt, ich musste? Ich arbeite dann nach wie vor sehr, sehr hart für. Emotional ist man sowieso nie mehr die Alte. Aber dass man wirklich mit diesen Spätfolgen von so einer Chemotherapie, ja, das dauert sehr, 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 sehr lang. Das glaube ich. Aber erstmal freue ich mich total, dass das alles so gut verlaufen ist. Und ich hoffe, dass das deine letzte Chemotherapie für den Rest deines Lebens war und dass da, dass der Scheiß, dass du den endlich hinter dir hast. Ja, das will ich hoffen. Ja, da drücke ich dir ganz fest die Daumen, aber da bin ich guter Dinge. Also allein so, wie du dich anhörst, das kann gar nicht sein. Also das bleibt so. Okay, cool. Dann, ich glaube, jetzt müssen wir langsam mal über den anderen Titel reden, ne? Da so unter 4 Augen mal. Über den ganz neuen, über diese gewagte These, die ich da aufstelle, dass Männer auch nur Menschen sind. Ich suche ja noch nach Beweisen. Ich habe das ja erstmal so rausgehauen, ohne großartige Beweise. Aber noch suche ich danach. Ja, wie kamst du auf den Titel? Also den Titel, den finde ich echt total geil. Also jetzt Spaß beiseite, ich finde den wirklich Hammer, weil der macht natürlich super neugierig, ist provokant. Also ich mag das, ich finde den super. Aber wie bist du dazu gekommen und worum geht's darin? Weil das ist ja nicht nur das Buch, sondern du machst da auch ja ein Bühnenprogramm, wo du wirklich so richtig so on Tour bist und so und deine, in Anführungsstrichen, darf man das Comedy-Show nennen oder ist das? Nenn es Infotainment. Also das habe ich ja jetzt tatsächlich zu jedem Buch gemacht. Die erste Bühnenshow gab es dann zur Schlagfertigkeitsqueen. Dann darauf folgte, ich muss das davor setzen, nicht um Werbung zu machen, sondern um diese Entstehungsgeschichte dieses Buches vorwegzunehmen. Nach der Schlagfertigkeitsqueen kam die Stehauf-Queen, ein Buch über Resilienz, was sich mit der Widerstandsfähigkeit eines jeden Menschen beschäftigt. Da gab es dann auch ein Bühnenprogramm zu und die Themen, die kamen immer so auf dem Silbertablett. Ich musste da gar nicht nachsuchen. Das Leben hat sich immer so gedreht, dass ich dachte, oh ja gut, dann schreib halt mal darüber. Dass das jetzt immer so ein Spiegel-Bestseller-Klopper wurde, das hatte ich natürlich nicht auf dem Schirm und ich finde das ganz süß, wenn die Presse immer sagt, ja, sie schreiben ja, sie haben ja auch ihr Brustkrebsbuch geschrieben, um den Frauen Mut zu machen und ich würde das so gerne bejahen. Ich würde so gerne sagen, ja, da war ich ganz uneigennützig unterwegs, aber das wäre gelogen. Ich habe kein einziges Buch geschrieben für irgendjemanden da draußen. Ich schreibe die grundsätzlich erstmal nur für mich. Und wenn das da draußen jemandem gefällt, ist das ganz, ganz mega großartig. Aber wenn nicht, hat es zumindest mir geholfen. Und während es in der Stehauf-Queen um Resilienz ging, zu gucken, wie bin ich persönlich eigentlich wieder aufgestanden, aber was haben auch die Menschen so in meiner direkten Umgebung für Tricks, um wieder aufzustehen, so hat mich dieses Buch gestärkt und dann fingen auch an, Selbstheilungskräfte wieder aktiv zu werden, also ich habe zum Beispiel während der Erkrankung, während der Behandlung sehr stark an Gewicht zugenommen, also ich würde das auch so gerne auf die Medikamente schieben, aber in der letzten Konsequenz ist es ja so, jedes Fünchen geht durchs München, da bilde ich jetzt keine rühmliche Ausnahme und habe dann in der Stehauf-Queen wieder gedacht, ja komm, du musst dich jetzt auch mal mit deinem Körper nochmal hier neu befassen und habe dann mit der Stehauf-Queen gedacht, so, du widmest dich jetzt nochmal diesem Thema Abnehmen, aber mit all dem, was du gelernt hast und habe dann so die ersten 15 Kilo abgenommen, habe darüber auch angefangen, ein Buch zu schreiben. Ich nehme schon zu, wenn andere essen und habe während dieses Schreibprozesses nochmal 20 Kilo verloren. Also nur diesen Katharsis-Effekt. Und während dieser ganzen Chose bin ich ja auch immer noch als Trainerin unterwegs, als Schlagfertigkeitstrainerin. Das ist ja eigentlich mein Hauptberuf. Ja, ich bin ja eigentlich bin ich eine seriöse. Glaubt man jetzt noch gar nicht so nach 23 Minuten, aber eigentlich bin ich eine seriöse, zertifizierte Trainerin und trainiere sehr, sehr viele Frauen in Führungsetagen, in allen Branchen durchweg und sehr, sehr häufig auch Frauen in männerdominierten Berufen. Zum Beispiel Polizei, Bundeswehr, Feuerwehr, bin ich sehr viel zugegen. Okay. Und das ist schon spannend, was ich da erlebe, wie diese Frauen sich da gegen Männer durchsetzen müssen. Und auch was ich persönlich, ich bin auch als Rednerin unterwegs und wir haben wenig Rednerinnen in Deutschland, was ich echt dramatisch finde und bin da oft auch allein unter Männern. Und das, was ich da so erlebt habe, wie man mir als, nenne es jetzt Geschäftsfrau oder keine Ahnung, Künstlerin,
entgegentritt. Das ist schon manchmal ein bisschen erschreckend, wie ihr lieben Jungs da so irgendwie unterwegs seid. Und dann habe ich angefangen, darüber ein Buch zu schreiben, was da so für Verhaltensmuster unterwegs sind, und merkte aber während des Schreibens, dass ihr Jungs, ihr seid schon mal ein bisschen ungehobelt vielleicht hier und da und seid auch schon mal gerne als Erklärbär unterwegs. Ach komm, ja komm, also ihr erklärt uns schon gern die Welt, ne? Nein, das ist gar nicht so. Guck mal, das muss ich dir jetzt erklären, warum das so ist. Ja, oder also diese berühmten, letzte Woche erst war ich mit meiner PR-Frau unterwegs und sie hat rückwärts eingepackt, zack, steht da so ein älterer Herr an der Seite und winkt uns ein. Immer, das würde eine Frau im Leben nicht machen, ja. Und ihr könnt ja nicht einparken, darum könnt ihr keinen einwinken. Boah, Freund, ganz dünnes Eis. Ganz dünnes Eis. Oder ich hatte letzten einen wirklich sehr, sehr großen Auftritt vor wirklich sehr, sehr vielen Menschen. Und danach kam ein Herr zu mir, der da irgendwie was zu sagen hatte oder er glaubte, was zu sagen zu haben, ich weiß es nicht. Mhm. Und der sagt zu mir, also, Frau Staudinger, ich werde mir Ihr Buch besorgen. Neben mir stand ein Büchertisch mit 1000 Büchern. Er hätte sich da gut eins kaufen können. Aber er sagte mir, ich werde mir Ihr Buch besorgen und dann lese ich das durch und dann steht er mit erhobenem Zeigefinger so vor mir und dann bekommen Sie mein ehrliches Feedback. Und dann gucke ich ihn an, ich sage, wer sagt Ihnen denn, dass ich das will? Und dann sagt er direkt, Sie müssen doch mit Kritik umgehen können. Ja, sage ich, das ist ja witzig. Ich sage, Sie haben es noch gar nicht gelesen und wissen jetzt schon, dass Sie Kritik üben wollen. Ich sage aber, Sie haben recht, ich muss mit Kritik umgehen können, aber nur bei Menschen, die ich vorher um ihren Ratschlag gefragt habe. Und dann habe ich ihn angeguckt und dann sage ich, merken Sie es selbst oder muss ich noch weiter ausholen? Also das sind so typisch männliche Attitüden, die ich so beobachtet habe. Aber das lassen wir jetzt mal so, wie sie sind. Wir Mädchen bekommen euch Jungs ja auch nicht geändert. Was ich bei dem Buch aber das ist doch nicht die Regel, oder? Ich meine, dass es solche Leute gibt, ist mir völlig bewusst. Aber ist das wirklich die Regel? Nein, die Regel ist es nicht. Aber es ist was ich von einer Frau so noch nie gehört habe. Noch nie. Oh, definitiv weniger, das ist richtig, ja. Also ich kenne auch so ein paar Erklärbärinnen. Och. Aber ja, das ist bei Männern ist das definitiv verbreiteter. Ja. Und das finde ich witzig und ich finde das auch, das kann man ja gänzlich mit Humor nehmen. Was bei dem Buch mir nur auffiel, und das ist halt immer diese Krux leider, das macht den Verlag auch schon mal ein bisschen buschig, weißt du, ich schreibe ein Buch und gebe vor, das und das wird das Thema sein. So, dann behaupte ich jetzt seit 5 Büchern, dass ich am Anfang wüsste, wo ich am Ende rauskomme. Das ist noch nie passiert, dass ich am Ende da rauskomme, wo ich gerne hin will, weil das ja eine hochreflektierte Angelegenheit ist. Ja, du gehst ja dann auch in dich und überlegst und tust und machst. Und bei diesem Buch fiel mir dann auf, naja, also die Männer sind so, wie sie sind. Die lassen wir jetzt mal so einfach auch leben. Aber wir Frauen untereinander, da ist schon auch noch ein bisschen Luft nach oben im Umgang. Und und darum geht das Buch. Es geht darum, wie sich Frauen in einer männerdominierten Welt charmant zur Wehr setzen können, ohne zickig zu sein. Das finde ich ganz wichtig, sondern irgendwie mit einem Augenzwinkern. Und ich finde auch, man darf auch nicht aus allem so ein Problem machen. Weißt du, ich finde einfach mal auch irgendwie locker flockig da, relaxed drüber zu lächeln und vielleicht auch nur eine Gestik oder eine Mimik. Mein Ansatz ist ja nur der, dass die Frauen nicht sprachlos zurückbleiben und ihrer Souveränität beklaut werden. Weil dann geht meistens der Tag danach doof weiter, wenn einem nichts einfällt. Und nur da möchte ich ansetzen, dass das eben nicht passiert. Und da gibt es diverse Techniken, aber eben auch ganz reflektierte Fragen, die nur an uns Frauen gerichtet sind. Und das Bühnenprogramm ist tatsächlich auch so. Ich habe es ja jetzt schon ein paar Mal auf der Bühne gemacht. Und das ist schon auch wieder eine berührende Angelegenheit. Diesen Anspruch, den habe ich an mich selbst, dass ich die Shows, die ich mache, da muss schon was mitgehen. Also dass, weißt du, die Frauen kommen zu mir, nicht unselten auch Frauen, die gleiche Geschichte hinter sich haben wie ich. Manchmal auch Frauen im Stadium 4, sprich mit einer wissentlich begrenzten Lebenszeit. Und da nur unterhalten auf flachem Niveau, das bin ich nicht. Ich möchte da schon was mitgeben. Ja.
Aber Männer dürfen beim Programm auch mitkommen. Oder ist das so diskriminierend, dass du sagst, nee, die kommen jetzt gar nicht rein? In diesem Fall sind sie sogar ausdrücklich erwünscht. Mir wäre ja jung, knackig, gut aussehend am liebsten. Ich habe mich ja gerade frisch von meinem Mann scheiden lassen. Wir sind jetzt wirklich sehr, sehr gut befreundet. Aber lass die Herren der Schöpfung ruhig mal alle kommen. Okay, welches Alter bevorzugt? Naja, also ich bin 37, ich sag mal so ab meinem Alter bis halt jung und knackig vorbei ist, ne? Also so 38 in dem Fall. Also 38, zwischen 37 und 38, ja. Kontoauszug bitte mitbringen, Wohnort. Nee, das brauche alles gar nicht. Das ist natürlich das Relaxe an der zweiten Runde, ne? Brauche ich alles nicht mehr. Ich kann eh keine Kinder mehr kriegen, Kinder, ich bin da raus. Ich brauche auch keinen, wir schweifen ab. Nein, wir bleiben mal schön beim Thema hier. Alles klar. Okay, also Männer sind auf jeden Fall auch herzlich willkommen und in dem Fall sogar noch ausdrücklich gewünscht. Also alle Männer zwischen 37 und 38, die gut knackig und durchtrainiert sind, ab zum Bühnenprogramm. Wie das klingt. Wo bist du eigentlich da auf Tour? Das haben wir noch gar nicht gesprochen. Ist das komplett quer durch die Republik? Oder? Ja, das ist Deutschland, Österreich, Schweiz. Ah, okay. Also durch die erweiterte Republik. Genau, durch die erweiterte Republik, genau. Oh, ist, glaube ich, auch dünnes Eis. Okay, ich glaube, jeder weiß, wie es gemeint ist. Okay, dann, das hört sich ja alles jetzt so, wie gesagt, sehr, sehr locker an, sehr lustig. Und ich meine, du hast zwar schon gesagt, dass das natürlich nicht mal eben so, hey, ich gründe mal eine Firma und hey, ich mache mal schnell ein Programm ist, sondern dass es da auch mal Hochs und Tiefs gibt. Was war denn so der größte Fehler, den du in der ganzen Zeit mal gemacht hast, wo du sagst, okay, der hätte nun echt nicht sein müssen? Also jetzt wirklich Fehler jetzt nicht im Sinne von der gesundheitlichen Sache, sondern irgendwie was, wo du reingerannt bist, wo du sagst, das Mensch, Mädel, hättest du doch sehen können. Das ist mir bisher, Gott sei Dank, also ich bereue nichts, aber ich musste, der größte Fehler war, lange Zeit zu glauben, dass ich das alles alleine hinbekomme. Dass ich so eine Tour alleine hinbekomme, dass ich mein Booking alleine hinbekomme und so weiter und so fort. Und das Delegieren ist tatsächlich etwas, oder sich professionelle Hilfe suchen und dafür dann auch wirklich gerne Geld ausgeben. Das ist etwas, was ich lernen musste als Unternehmerin. Mhm. Eben die Erkenntnis, der Tag hat nur 24 Stunden. Du bist irgendwann gedeckelt durch die Zeit. Und diese Überlegung, wo rein investierst du diese Zeit jetzt? Ist das Putzen zu Hause überhaupt noch machbar als Frau? Ja, also, oder kriegst du das, also in der Zeit, wo ich mir hier vielleicht Hilfe hole, in der Zeit kriegst du 3 Kapitel geschrieben. Also dieser Begriff Zeit, wo rein investiere ich meine kreative Zeit, das musste ich, glaube ich, lernen, dass das nochmal komplett neu aufgestellt werden musste. Gab es da auch ein Schlüsselerlebnis für? Tja, das waren, glaube ich, diese klassischen, langsam sich anschleichenden Überarbeitungssignale. Also ich will jetzt gar nicht, wenn du mich jetzt fragen würdest, wie viel arbeitest du, dann würde ich ja sagen, im Moment sind es 2 Tage im Jahr und das sind genau die, wo ich meine Steuererklärung machen muss. Der Rest hat für mich mit Arbeit nichts mehr zu tun. Und dieses sich lange in etwas festbeißen, was ich nicht kann, sei es jetzt zum Beispiel die Buchhaltung, das macht mich kirre, ja, sage ich ganz ehrlich. Ich bin Schriftstellerin. Für mich ist die Buchhaltung, wenn ich schon einen Beleg sehe, gehen mir schon die Nackenhaare hoch. Mhm. Und das zu erkennen und zu sagen, ja, dann mach es doch einfach nicht. Dann such dir doch jemanden, der da Spaß dran hat. Und dann bezahlst du da lieber Geld, als dass ich mich darin dann verbeiße. Und dieses Verbeißen, das drückt auch die Kreativität und sorgt dann schlussendlich sogar dafür, dass ein Abgabetermin in Gefahr ist. Und dann kommt es ans Überlegen. Ja. Ja, okay. Das kenne ich. Das war auch sehr schön, wo du gesagt hast, wegen 2 Tage, und zwar genau die, wo man die Steuererklärung macht. Das war bei mir damals auch so. Also Steuererklärung oder alles, was damit zu tun hat, ist für mich so diese in Anführungsstrichen Routinearbeiten. Das ist für mich der Höchststrafe. Also das geht gar nicht. Weißt du, was für mich Höchststrafe ist? Jetzt lach nicht. Postgänge. Was zur Post zu bringen, das macht alleine schon, wenn ich darüber nachdenke, kriege ich Schweißausbrüche. Du kannst mir sagen, ich brauche bis morgen ein neues Buch von dir. Oder ist jetzt eine Moderatorin ausgefallen, da musst du jetzt auf die Bühne. Würde ich dir ad hoc machen. Sagst du mir aber, oh, hier ist ein Päckchen, das muss zur Post, fange ich an zu weinen.
Das kann ich nicht. Und wenn ich dann schon mal einen guten Postgehtag habe, die kommen schon mal vor, ja, dass ich dann so 3 Umschläge auf einmal in den Briefkasten reinwerfe, dann erwarte ich auch Applaus. Ich erwarte da eine Fanfare, Konfetti, Feuerwerk, kommt nichts. Und das, nee, also eigentlich. Postgänge machen mich fertig. Okay. Ich rufe mal beim Postamt, also bei der Post in Schleiden an und sage einfach mal, hören Sie mal, wenn hier die Frau Staudinger kommt, dann das nächste Mal bitte Konfetti bereithalten. Ja, bitte, mach das. Ja, dann wird es nicht mehr so schwer für dich. Ja. Nochmal kurz auf das Buch schreiben. Du hast ja gesagt, dass du, wenn du das Buch anfängst, dass du gar nicht wirklich weißt, wie das genau endet, das Buch. Aber wie ist das denn währenddessen, also rein so vom Schreibprozess, hast du schon, ich sag mal so grob, das Inhaltsverzeichnis oder die Themen im Kopf? Also setzt du dich erst hin und schreibst das Inhaltsverzeichnis oder setzt du dich wirklich von weißes Blatt Papier und sagst, okay, ich will jetzt über Schlagfertigkeit schreiben und fängst einfach an? Ja. Ja, genau so mache ich das. Das ist wahrscheinlich entgegen aller anderen Ratschläge, die man sonst so zu hören bekommt, was mich immer daran erinnert, dass Ratschläge in der letzten Konsequenz auch Schläge sind. Es gibt da auch kein richtiges, kein falsches Herangehen. Am Ende steht das Produkt. So, und wie man da hinkommt, das ist bitte gerne jedem selbst überlassen. Meine Verlegerin sagte letzt beim Abendessen zu mir, und das fand ich so charmant, da saßen wir in großer Runde und da saßen noch andere Geschäftspartner und da sagte sie zu mir, die Frau Staudinger hat viele Qualitäten. Eine gehört nicht dazu. Und das ist ein Exposé zu schreiben. Ich habe noch nie ein Exposé geschrieben. Ich weiß gar nicht, wie das geht. Ich weiß gar nicht, was sie von mir wollen. Ich kann nur sagen, ich habe das und das Thema, das schwebt über mir. Aber was dann daraus entsteht, wenn ich das ist genauso wie, wenn ich als Trainerin in ein Seminar gehe. Ich telefoniere immer vorher mit den Auftraggebern und manchmal habe ich ein Tagesseminar, manchmal habe ich aber auch ein ganzes Wochenseminar, ja? Das ist eine Mischung aus Resilienz und Schlagfertigkeit. Da stelle ich für eine ganze Woche irgendwie was zusammen. Aber nur grob. Das macht meine Auftraggeber wuschig, weil die jedes Mal sagen, kriegen wir denn ein Handout? Nein, sage ich, es gibt kein Handout. Ja, aber woher wissen wir denn, was sie machen? Ich sage, das wissen sie nicht, weil selbst ich weiß ja nicht, was ich mache. Ich sage, ich muss mich doch komplett auf die Teilnehmer einlassen können. Ich muss mir die doch angucken. Was für ein Training wäre das denn, wenn ich da vorgefertigt reinginge? Wenn ich sage, wir fangen morgens um 9 bei dem Punkt an und kommen da abends um 5 bei dem Punkt raus. Ich weiß, ich will den Frauen was über Resilienz erzählen, was die im besten Fall übrigens alle schon selbst wissen. Meine Aufgabe ist das nur, das einmal rauszulocken. Und über Schlagfertigkeit. Und der Weg dahin, der Weg ist das Ziel. Und so ist das bei dem Buch genauso bei mir. Ich habe ein grobes Konzept und manchmal merke ich auch, dann schreibe ich, ich setze mich hin und habe vor, Kapitel XY zu schreiben und bin da auch wirklich diszipliniert und merke während des Kapitels, das gibt nichts. Du schreibst schon wieder über was ganz anderes und dann kommt da auch manchmal der Eingang für ein neues Buch raus, weil ich mich da auch so warm schreiben muss. Und natürlich habe ich Ideen über Kapitel, die spreche ich mir auch gerne aufs Handy auf. Ja, und dann wird das da gesammelt und dann kommt der Tag X, wo ich den Stöpsel ziehe, wie in so einem großen Becken. Ich sammle das alles in einem großen Becken und dann ziehe ich den Stöpsel und dann fließt das. Und dann fließt das so schnell, dass ich mit den Fingern nicht hinterherkomme. Und da schlage ich wirklich dreimal oder klopfe dreimal auf Holz, dass mir das bis jetzt 5-mal gelungen ist. Und die größte Herausforderung daran ist mittlerweile, das Vertrauen in sich selbst zu haben, dass das so weitergeht. Das ist eine ganz große, dass man da gelassen bleibt und denkt, das hast du jetzt 5-mal geschafft, warum sollte es nicht ein 6. oder ein 7. Mal funktionieren? Da bekommt der Begriff Selbstvertrauen, Selbstwirksamkeit, Vertrauen in das, was man kann oder glaubt zu können, das ist eine ganz große Herausforderung für mich. Okay, damit hast du jetzt schon insgeheim verraten, worum sich das nächste Buch drehen wird, oder? Habe ich? Da weißt du jetzt mehr als ich. Erzähl, worüber wird mein nächstes Buch? Schreibe ich direkt mit. Ja, Selbstvertrauen und so. Ja, stimmt. Könnte ich. Ich schreib mal auf. Vielleicht fällt mir was dazu ein. Du, wenn das Buch rauskommt, da will ich aber eine Widmung drin haben. Die kriegst du, Schatz. Die kriegst du, das sei dir mal sicher. Du bist ja auch nur ein Mensch, weißt du? Und auch nur ein Mann. Ne? Also ja. Ich meine, das kommt dann noch erschwert dazu. Ja. Ja, okay. Was wollte ich eigentlich? Jetzt hast du mich ganz rausgebracht. Es tut mir leid. Soll ich nochmal reinkommen? Willst du nochmal reinkommen? Sollen wir mal von vorne anfangen? Meine Damen und Herren, Sie hören den Podcast mit Tom Kaulis. Herzlich willkommen. Herr Kaulis steht gerade auf dem hier, wie heißt es? Jetzt steht auf dem Schlauch.
Bist du wieder da? Ich bin wieder da. Und zwar rein vom wirtschaftlichen, aus unternehmerischer Sicht betrachtet. Was ist der lukrativste Part? Sind das die Trainings? Sind das die Bühnenprogramme oder sind das die Bücher? Das sind die Trainings. Die Trainings. Okay. Okay, das heißt die Bücher, weil man hört ja oft so von wegen, ja, vom Bücherschreiben kann man nicht leben. Nein. Gut, ich denke, ab einem gewissen Level Bestimmt. Kann man sicherlich davon ganz gut leben. Ja, aber ich noch nicht. Also ich sage das mal so, wie es ist. Ich noch nicht, nein, ich verdiene mein Geld als noch als Trainerin. Also das ist, natürlich verdiene ich jetzt mittlerweile mit den Büchern auch Geld, aber ich könnte davon noch nicht leben, nein. Mhm. Ja gut, das hört man ja wirklich oft, weil gerade wenn es über die Verlage geht, ich meine jetzt nichts gegen Verlage, um Gottes Willen, aber der Share, der bei, also der Anteil, der bei dem beim Schriftsteller bleibt, ist ja doch überschaubar meistens. Ja, der ist total überschaubar und das ist das Schöne. Ich bin ja auch an jedes Buch rein wirtschaftlich immer rangegangen mit alles kann, nichts muss. Ne? Das lässt einen auch so ein bisschen locker sein, wenn man davon leben muss. Das ist ja auch ähnlich wie bei den Schauspielern. Wenn du mal hörst, wie viele Schauspieler von ihrer Kunst leben können, das ist noch weniger als bei den Verlags oder bei den Schriftstellern. Ja, aber wir sind dabei unter 2%. Ne? Also das ist erschreckend. Da macht man sich gar keine Vorstellung, wenn man die irgendwie auf der Leinwand oder im Fernsehen sieht, denkst ja, die sind alle erstmal gut aufgestellt. Nee, das stimmt gar nicht. Und bei Schriftstellern, ich will da gar nichts vorwegnehmen, aber bis man von Büchern leben kann, da musst du schon viel für schreiben. Ne? Das glaube ich auch. Ja. Also es sind so einige, die diese vermeintlichen Traumberufe auch, ich habe halt sehr viel Kontakt auch in die Speaker-Szene. Und wenn man da auch mal guckt, wie viele Redner wirklich vom Reden leben können, das ist ein verschwindend geringer Prozentsatz, aber es gibt halt trotzdem Tausende oder Zehntausende von Rednern, die auf den Bühnen stehen und erzählen, wie toll das Leben ist und alles, ne? Ja, und das, ich bin ja auch als Rednerin unterwegs, das käme dann so als zweiter Part, ne? Also Trainerin und dann Rednerin. Und ich sag dir jetzt mal ganz ehrlich was, es ist auch richtig, dass, also ich habe ja ganz oft viele Frauen im Publikum sitzen und dann kommen die nachher zu mir und sagen, und klasse, und das ist ja anstrengend. Ey, jede Krankenschwester hat einen anstrengenderen Job als ich. Jede Krankenpflegerin, jede Erzieherin, jede Lehrerin hat einen anstrengenderen Job. Und auf das Gehalt von einer Krankenschwester wollen wir jetzt mal gar nicht eingehen. Ne? Ich finde sowieso diese Relationen, die dann da verschoben werden, was man da für eine halbe Stunde auftritt, im Verhältnis gesehen zu dem bekommt, was eine Krankenschwester nach 4 Wochen Nachtdienst bekommt, da wird mir schlecht. Da ich das aber nicht ändern kann, kann ich immer nur gucken, dass ich es bis nach unten hin runtergezogen bekomme. Ja, soll heißen, dass ich für die ganzen Pflegeberufe immer ganz viel charity-mäßig unterwegs bin. Oder mit ganz besonderen Gimmicks arbeite. Ich versuche das dann einfach so ein bisschen Robin Hood-mäßig zu verteilen, weil mehr, ich bin ja nicht in der Politik, mehr kann ich ja leider nicht machen. Aber anwidern tut mich das ganz, ganz oft, sage ich dir ehrlich. Ja. Ja, da bin ich bei dir. Also das, gerade die sozialen Berufe in Deutschland, und das ist das Interessante, ich habe jetzt die Einblicke von beiden Seiten, also weil ich halt auch sehr viel hier in den USA bin. Wenn man mal guckt, was, also ich war ja vorher in Deutschland auch im Rettungsdienst tätig, viele Jahre. Ja. Und wenn man guckt, was ein Rettungssanitäter oder die Rettungsdienstmitarbeiter, was die in Deutschland verdienen und in den USA, das sind Welten. Also in Deutschland, da gehst du, was weiß ich, irgendwas mit 1500 Euro oder sowas nach Hause, oder zumindest war das damals noch so zu meiner Zeit. Und hier in den USA, die haben hier zwischen 70.000 und 90.000 im Jahr, was die verdienen. Och. Für den gleichen Job, wo ich mir denke, okay, da finde ich es wieder angemessen. Also, ach ja, total. Wie kommt das, dass da die Branche so gut bezahlt wird? Weißt du das? Ich glaube einfach, dass in den USA ist das generell alles, was in Richtung Public Safety geht, also wo es um die Sicherheit der Bevölkerung geht, egal ob es der Rettungsdienst ist, die Feuerwehr, das Militär, die Polizei, das ist alles diese Dankbarkeit. Also wenn du hier wirklich rumläufst, und ich habe halt manchmal, habe ich dann auch hier so Rettungsdienst-Shirt an, was ich von den Kollegen hier von Vegas mal bei einem, ich wollte sagen Truppenbesuch, also bei einem Stationsbesuch mal bekommen habe. Da sprechen mich die Leute im Supermarkt an, so von wegen, oh, danke für deinen Service, danke, dass du Sanitäter bist. Wenn ich mal irgendwo hingehe, du kriegst ja auch, ich bin ja ehemaliger Soldat und ich habe immer noch als Reservist auch immer noch meinen Militärausweis.
Und wenn ich dann irgendwo hingehe, dann kriegst du bei manchen Vergünstigungen für Soldaten. Dann legst du deinen Truppenausweis dahin und dann gucken die dich an. Und das Erste, was die dir sagen, ist, thanks for your service. Wahnsinn. Also diese Anerkennung für Berufe in der öffentlichen Sicherheit, das ist Wahnsinn. Also das ist hier in den USA ganz anders als in Deutschland. Das ist eine der wenigen Sachen, die wir uns da abgucken können, wa? Es gibt, jedes Land hat seine Vor- und Nachteile, wo man sagt von wegen, oh, das könnte man da mitnehmen. Von daher, meiner Meinung nach, müssten alle Politiker, die müssten eigentlich in verschiedenen Ländern mal dienen, um zu sehen, wie machen es die anderen. Ich meine, das macht man im Berufsleben, in der Firma ja genauso, im Unternehmen. Ja, da gibt man auch in verschiedenen Abteilungen, Genau. Und dann einfach das Beste raussuchen, weil es gibt in jedem Land gibt's richtig geile Sachen und natürlich nicht so tolle Sachen. Ja. Klar. Cool. Bevor wir jetzt noch weiter abschweifen, kommen wir jetzt zu unserer Blitzlichtrunde, Nicole. Hier stelle ich eine Reihe von Fragen und deine Aufgabe besteht darin, möglichst schnell, spontan und kurz, also wenn es geht, mit einem einzigen Wort oder einem kurzen Satz zu antworten, okay? Ja. Was hat dich ursprünglich davon zurückgehalten, Unternehmerin zu werden? Mein Job. Ich kam gar nicht auf die Idee, weil ich einen festen Job hatte. Okay. Was war der beste Ratschlag, den du jemals erhalten hast? Scheiter heiter. Was ist deine größte Stärke als Unternehmer? Dass ich breit aufgestellt bin, dass ich nicht von einer Sache leben muss, sondern wenn ich merke, dass das eine besser läuft als das andere, dass ich mich darauf wieder konzentrieren kann, dass ich durch die Kreativität einigermaßen flexibel bin. Was ist deine größte Schwäche als Unternehmer? Dass es alles von mir abhängt. Wie? Erzähl. Ich kann das, was ich mache, auf keine anderen Schultern verteilen. Wie oder womit kann man dich persönlich am besten beeindrucken? Mit einer dankbaren Sicht auf die Welt und wenn man dem Leben alles abverlangt, was es bietet. Ja. Was war der wichtigste Schritt, der dich zum Erfolg gebracht hat? Mut, zu erkennen, dass da kein zweites Leben in petto ist und dass es überhaupt nichts gibt, was mich von irgendwas abhalten kann. Ich gucke immer nur nach dem Worst Case und schlimmer als das, was ich hinter mir habe, kann es eigentlich nicht mehr kommen. Mit welcher Person, egal ob lebend, tot oder fiktiv, würdest du mal gerne ein Kamingespräch führen und worüber würdest du reden wollen? Ich muss unbedingt mit Joanne K. Rowling über Harry Potter reden und ich muss wissen, ob sie von Anfang an wusste, dass Snape ein Guter ist. Okay. Ich werde sie ausrichten und sie soll dich anrufen. Bitte. Okay. Vervollständige den Satz, Erfolg bedeutet für mich? Mich auf einen Montag genauso zu freuen wie auf einen Samstag. Welche Internet-Resource, also ein besonderer Service, eine Software oder sowas in der Richtung, hat für dich persönlich einen hohen Mehrwert? Audible. Welches Buch liest du aktuell oder hast du als letztes gelesen? Worum geht's drin und kannst du es empfehlen? Ich habe gerade aktuell die drei Wünsche von Laura Karasek gelesen. Ich würde das sogar über die Maßen empfehlen. Ich lese aber viel parallel. Ich höre gerade Joachim Meyerhoff, ach, diese Lücke, diese entsetzliche Lücke, und würde dieses von ihm selbst vorgelesene Hörbuch als lebensverändernd bezeichnen. Okay, worum geht's darin, ganz kurz so noch einzusetzen? Es ist seine Geschichte, wie er die Schauspielschule besucht und bei seinen Großeltern nebenbei lebt. Klingt gar nicht so spektakulär, ist es aber, weil es so viele Eingänge bietet. Und weil ich jetzt, ich habe nur noch eine halbe Stunde, ich fange schon an zu weinen bei der Vorstellung, dass diese Großeltern mein Leben wieder verlassen, ist entzückend. Podcast Nation, das Buch verlinken wir natürlich in den Shownotes. Und wenn du auf Hörfutter stehst, dann hol dir jetzt gleich dein kostenloses Hörbuch auf tomstalktime.com/audiobooks. Dort kannst du dir fast jedes Audiobook im kostenlosen Probeabo runterladen. tomstalktime.com/audiobooks. Zum Schluss noch zwei recht persönliche Fragen. Die erste, was ist dein größter bisher noch unerfüllter Lebenswunsch? Boah, hab ich nicht. Habe ich nicht. Erfülle ich mir alle. Also es gibt keine einzige Sache, die auf meiner sogenannten Bucketlist steht. Gibt's nicht. Okay.
Das heißt, einfach spontan überlegen, worauf habe ich heute Bock, und das wird gemacht. Ganz genau. Und große Wünsche. Ich habe überhaupt gar keinen Wunsch, der an mein Lebensglück geknüpft ist. Es gibt überhaupt nichts, was ich sage, das ist, nein, habe ich nicht. Ich finde jeden Tag so, wie er ist, wirklich großartig, und alles, was ich machen will, mache ich. Okay. Welche drei Tipps würdest du deinem 18 oder 20 Jahre altem Ich, was heute leben würde, mit auf dem Weg geben? Und warum genau diese Tipps? Boah, das ist krass. Meinem 18 oder 20 Jahre alten würde ich wahrscheinlich sagen, Schatz, schöner wirst du nicht. Raus jetzt. Ich würde auch sagen, nein, du bist nicht dick. Du bist genauso gut, wie du bist. Ich würde auch sagen, von Sorgen und Nöten ist noch gar nichts wieder gut geworden. Die drei Tipps, die sprechen für sich. Also die, wenn man da zwischen den Zeilen liest, ja, muss ich erstmal schlucken. Auf jeden Fall sehr, sehr wichtige Tipps, wenn man sich das mal auf der Zunge zergehen lässt, was da steht. Das sollten sich, glaube ich, gerade die Kids heutzutage sehr zu Herzen nehmen, sowas. Gerade dieses, man ist gut, so wie man ist. Man muss nicht für jeden perfekt sein. Wow, das waren, ich habe mir eigentlich leichtere oder lockerere Worte zum Schluss. dann Köller Alaf. Ich weiß ich jetzt auch nicht. Okay, cool. Nein, alles gut. Nicole, es hat echt einen Riesenspaß gemacht, dir zuzuhören. Du hast wirklich eine hammergeile, sehr inspirierende Story. Also wirklich eine Wahnsinnsfrau. Hut ab. Gib unserer Podcast Nation doch noch einen letzten Tipp mit auf den Weg und sag uns noch kurz, wie wir mehr über dich erfahren können. Oh, da musst du einfach mal Google anwerfen, im Zweifel, ne? Da wird wahrscheinlich jede Menge rausgespuckt. Auf meiner Homepage stehen die ganzen Tourtermine. Da können die Hörerinnen dann einfach gucken, wann sie ihre Stadt verlassen sollen, im besten Fall. Und ansonsten kommen sie einfach gerne vorbei. Wir machen es uns immer gemütlich, und das ist, ihr bekommt das, was ihr da hört. Das ist die gute und die schlechte Nachricht in einem. Das bedeutet auch, dass die Frauen sich nie schick machen müssen, wenn sie zu mir kommen. Mir wäre am liebsten, die kämen alle in Jogginghosen und ungeschminkt, weil dann komme ich direkt an die dran, da muss ich nicht erst lange bohren. Und ansonsten würde ich sagen, sehen wir uns entweder im Buchhandel oder in einem Training oder auf der Bühne oder im Fernsehen mal ab und an, und mehr gibt es ja nicht so zu sagen. Okay, sehr schön. Dann hast du mir eingangs noch versprochen, du hast uns noch 5 Bücher mitgebracht, oder? Die wir verlosen dürfen. Gerne, sehr gerne. Aber nur für die Ladies. Können wir uns darauf wenigstens einigen, dass das jetzt nur die Damen bekommen? Boah, das finde ich echt diskriminierend. Ne? Das muss ich jetzt schon. Ach, Herrgott. Mann, wir werden seit 2000 Jahren diskriminiert. Wir heulen da nicht so blöd rum. Ja, Herrgott, dann machen wir Folgendes. 2 für die Jungs, 3 für die Ladies. Na gut. Aber ich muss dem erklären, dass eigentlich wir diskriminiert werden. Ne? Also, Kleines, das ist zu. So, hör mal zu. Hast du jetzt Kleines gesagt? Weißt du, was ich verstanden habe? Ich habe Kleines verstanden. Hör mal, Kleines. Hallöchen. So. Hallöchen, also man muss da mal ein bisschen die Matte raus. Ich meine, wenn wir schon bei dem Thema sind, bei Vorurteilen und so, oder? Ja, dann häng raus. Lass ihn raushängen. Ich kann damit umgehen, hör mal. Es ist in Ordnung. Nein, ich bin eigentlich total lieber. Ich muss immer erst meine Frau um Erlaubnis fragen, ob ich Macho sein darf. Also von daher, alles gut. Ja. Genau, so wie das sein muss. Okay, cool. Also das heißt, wir verlosen dann 5 Bücher für Männer, und wenn Frauen mögen, dürfen die dann auch mitmachen, und den Rest schreiben wir dann einfach in die Shownotes rein. Super. Also, Podcast Nation, du weißt ganz genau, dass du alle wichtigen Infos und Links zu unserem heutigen Interview auf tomstalktime.com finden kannst. Gib einfach die Episodennummer 628 oder eben den Namen Nicole Staudinger oder Schlagfertigkeitsqueen in das Suchfeld ein. Du kommst sofort auf die passende Seite zu unserem Interview. In den Shownotes verlinken wir natürlich die Tourdaten von Nicole. Und logischerweise findest du auch Nicoles Bücher, und wir schreiben auch genau, wie das mit der Verlosung dann wieder abgeht. Aber wenn du die Show kennst, im Endeffekt wie sonst auch, das heißt teilen auf Social Media und so weiter. Das findest du alles nochmal in den Shownotes. Nicole, bei dir nochmal vielen Dank, dass du dir so viel Zeit genommen hast, mit uns dein Wissen, deine Erfahrung geteilt hast. Die Podcast Nation grüßt dich, und ich freue mich auf unseren weiteren Kontakt. Super, ganz lieben Dank. Ja, danke, dass du hier warst. Ciao. Tschüss. Vielen Dank, dass du heute wieder beim Erfolgspodcast dabei warst. Komm rüber auf unseren Blog tomstalktime.com und schau, was wir dort noch Schönes für dich haben.
kostenlose Trainings, die Top-Buchempfehlungen unserer Interviewpartner und noch vieles mehr. Hast du es endgültig satt, dir von deinen Kunden auf der Nase rumtanzen zu lassen? Dann melde dich jetzt auf umsatzrakete.com zu meinem nächsten Webinar an. Dort zeige ich dir, wie du mit deinem eigenen Podcast jede Menge neuer und qualifizierte Kunden für dein Business gewinnen kannst. Umsatzrakete.com. Und zu guter Letzt denke immer daran, schlampiger Erfolg ist besser als perfekte Mittelmäßigkeit. Ciao, dein Tom.